Hallo und herzlich willkommen zu Löwe liest, dem Format mit den fesselnden Lesungen, spannendem Hintergrundwissen und lustigen Anekdoten. Heute geht es um die Themen künstliche Intelligenz und Selbstbestimmung über das eigene Leben. Karl Olsberg wird euch zunächst ein Stück aus seinem Thriller Boy in a Dead End vorlesen und euch dann einiges zu den Hintergründen erklären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Karl Olsberg und Boy in a Dead End. Ja, auch wenn ich leider heute nicht persönlich bei euch sein kann und mit euch diskutieren kann, möchte ich euch gerne aus meinem Buch Boy in a Dead End vorlesen ein bisschen und vor allen Dingen ein bisschen auch über die Hintergründe dieser Geschichte erzählen. Wie plausibel, wie realistisch ist das eigentlich, worum es in diesem Buch geht? Marvin, Display hochklappen. Der gebogene Bildschirm, der mir gerade noch die verfallene, düstere Spielwelt von Team Defense vorgegaukelt hat, fährt nach oben und ich habe wieder ungehinderten Blick auf mein Zimmer. Schräge, hellblau gestrichene Wände, Poster von Manga-Helden, die ich früher mal toll fand, ein Regal voller Bücher, die ich nicht einmal mehr selbst öffnen, geschweige denn darin blättern könnte, zwei Sessel, die ich nicht mehr benutze und ein ebenso überflüssiger Schreibtisch. Nur das monströse Bett, das den Raum beherrscht, ist hier wirklich erforderlich. Es ist eine Spezialkonstruktion der Firma Carebotics aus Berlin, genauso wie mein Stuhl. Marvin, lege mich ins Bett. Ich kann noch sprechen, auch wenn es sich manchmal anfühlt, als hätte jemand eine Socke in meinen Mund gestopft. Mit den Bewegungen klappt es nicht mehr so gut. Meine Beine sind vollständig gelähmt. Die Arme zucken unkontrolliert herum, wenn ich versuche, nach etwas zu greifen. Deshalb lasse ich es meistens. Zum Glück habe ich Marvin. Er hat Räder, mechanische Beine, mit denen er Treppen steigen kann, einen Greifer, den ich durch ein visuelles Interface steuere, und kann natürlich sprechen. Für einen Rollstuhl ist er ein bisschen besserwisserisch und ungefähr so einfühlsam wie ein Stück Brot. Trotzdem fühlt es sich an, als wäre er mein einziger Freund. Er rollt neben das Bett, hebt die Sitzfläche und die Beinauflage an und senkt die Rückenlehne ab, sodass ich flach liege. Dann neigt er die Auflagefläche zur Seite wie die Kipplade eines Baufahrzeugs, woraufhin ich ins Bett rutsche. Das ist etwas entwürdigend, aber weniger unangenehm, als wenn mich Ralf, der Pfleger, der täglich vorbeikommt, jeden Abend ins Bett legen müsste wie ein Baby. Im Bett sind natürlich jede Menge Sensoren angebracht, die meinen Schlaf überwachen. Sollten mein zerfallendes Nervensystem endgültig den Geist aufgeben und meine Lungen kollabieren, wird es Alarm schlagen. Marvin ist in der Lage, einen Sauerstoffschlauch in meinen Hals einzuführen und mich zu stabilisieren, bis der Notarzt eintrifft. Zum Glück hat er das noch nie machen müssen, aber irgendwann wird es passieren. Vielleicht erst in ein paar Monaten, vielleicht schon heute Nacht. Sie werden mich dann in der Intensivstation noch eine Weile am Leben halten können. Doch trotz aller moderner Technik ist das nur ein Hinauszögern des Unvermeidlichen, um höchstens wenige Wochen. Das Leben ist nun mal eine Sackgasse. Für jeden von uns. Der Unterschied ist bloß, dass ich das Ende der Straße bereits sehen kann. Zu wissen, dass man nicht mehr lange lebt, erspart einem manches. Man muss zum Beispiel nicht darüber nachdenken, welchen Beruf man später mal ergreifen will, ob diese blöde Akne irgendwann verschwindet oder ob man jemals eine Freundin findet. Viele Probleme, die andere Jungen in meinem Alter belasten, habe ich nicht. Aber natürlich ist es trotzdem alles andere als toll. Die Wahrscheinlichkeit, an amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, zu erkranken, ist sehr gering, vor allem wenn man jung ist. Dass sie so wie bei mir bereits im Alter von 13 Jahren ausbricht, ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Lotto-Jackpot. Der Physiker Stephen Hawking war 21, als die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Die Ärzte gaben ihm nur noch wenige Jahre, doch er wurde 76. Trotz seiner Krankheit hat er unser Bild des Universums revolutioniert. Das hat Dr. Klein zu mir gesagt, als er mir die schlechte Nachricht überbrachte. Es gäbe immer eine Chance, hat er behauptet. Aber ich bin nicht Stephen Hawking. Die Krankheit verläuft bei mir sehr viel schneller und aggressiver als bei ihm. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und es wird keinen Unterschied machen, ob ich gelebt habe, jedenfalls für die meisten Menschen. Meine Eltern und meine Schwester Julia werden natürlich traurig sein, doch wenn ich tot bin, müssen sie wenigstens nicht mehr mit ansehen, wie ich immer schwächer werde. Ich sehe jeden Tag in ihren Augen, wie mein Anblick Löcher in ihre Seelen frisst. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und wache morgen einfach nicht mehr auf. Guten Morgen, Manuel. Wie geht es dir heute? Halt die Klappe, Marvin. Ich lebe also noch. Wirre Träume verziehen sich aus meinem Kopf wie Nebel in der Morgensonne. Irgendwas mit einem schwarzen Loch, das plötzlich in meinem Zimmer war, mich aber nicht einfach aufgesogen, sondern im Kreis herumgewirbelt hat. Immer schneller, bis mir schlecht wurde, wie damals in der Wilden Maus auf dem Dom, kurz bevor ich meine ersten Krampfanfälle hatte.
Durch das Fenster sehe ich blauen Himmel und höre Vögel freudig zwitschern, als ob es etwas zu feiern gäbe. Marvin, aufstehen. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Der Prozess, mit dem mich mein Stuhl gestern ins Bett gekippt hat, vollzieht sich nun umgekehrt. Diesmal ist es meine Matratze, die sich schräg stellt und mich auf Marvins flexible Sitzfläche befördert. Marvin, duschen. Er rollt mit mir ins Bad, benutzt seinen Greifarm, um mir das Nachthemd auszuziehen. Inzwischen klappt das ganz gut, er verhakt sich nur noch selten im Stoff und aktiviert die Waschautomatik. Sie funktioniert ähnlich wie eine Autowaschanlage, mit Wasserdüsen, die an beweglichen Armen befestigt sind, rotierenden Schwämmen und einem Riesenföhn, der mich abtrocknet. Marvin ist natürlich wasserfest, trotzdem habe ich das Gefühl, dass er die Prozedur nicht besonders mag und jedes Mal froh ist, wenn er mit mir wieder aus dem Bad rollen kann. Er zieht mich an und fährt mich in die Küche. Guten Morgen, Schatz, ruft Mama eine Spur zu fröhlich, wenn sie mir den Haferbrei auf den Tisch stellt. An ihren roten Augen kann ich sehen, dass sie wieder kaum geschlafen hat. Guten Morgen, erwidere ich und versuche ebenfalls vergnügt zu klingen. Marvin löffelt mir den Brei in den Mund. Mein Schicksal ist ihm schnurzegal und dafür liebe ich ihn. Für einen Stuhl ist er ganz schön schlau und man kann erstaunlich gute Gespräche mit ihm führen, auch wenn ich weiß, dass er nicht wirklich versteht, worüber er redet. Seine Intelligenz basiert auf einem System namens Metis, das von Google zusammen mit irgendeiner Universität entwickelt wurde. Wofür das eine Abkürzung ist, weiß ich nicht, aber sie haben es so hingedreht, dass die Anfangsbuchstaben den Namen der griechischen Göttin der Weisheit bilden. Das System soll in der Lage sein, jede beliebige von Menschen beantwortbare Frage zu verstehen und korrekt zu beantworten. Und was mich betrifft, ist Marvin schon ziemlich gut darin. Nur warum ausgerechnet ich an diesen digitalen Stuhl gefesselt bin, warum diese beschissene Krankheit unser Leben ruiniert und wir nicht einfach eine ganz normale Familie sein können, kann er mir nicht sagen. Meine Schwester Julia kommt in die Küche. Sie ist 3 Jahre älter als ich und macht dieses Jahr Abitur. Ihre langen schwarzen Haare wirken etwas unordentlich. Sie runzelt die Stirn, als sie mich ansieht. Du sabberst schon wieder, stellt sie fest, schiebt Marvins Arm beiseite und wischt mir das Kinn ab. Und du siehst aus, als hättest du dir die Haare mit der Klobürste gekämmt, gebe ich zurück. Wenigstens kann ich sie mehr kämmen, erwidert sie schnippisch. Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie Mama zusammenzuckt. Sie erträgt es kaum, wenn sich Julia über meinen Zustand lustig macht. Dabei ist das für mich viel weniger schmerzhaft als Mitleid. Ich weiß, dass Julia genauso leidet wie meine Eltern, doch im Unterschied zu ihnen hat sie meine Krankheit akzeptiert. Sie nimmt keine falsche Rücksicht, sagt immer, was sie denkt. Sie nimmt mich ernst. Marvin ist vielleicht mein bester Freund, aber Julia ist viel, viel mehr als das. Ich muss los. Sie gibt mir einen Kuss auf die Wange. Habe ich da jetzt etwa einen Lippenstiftabdruck, frage ich. Ja, aber keine Sorge, Marvin wird schon nicht eifersüchtig sein und bei deinen ganzen Pickeln fällt das kaum auf. Viel Spaß in der Schule und grüß mir deinen minder bemittelten Freund. Ein Anflug von echtem Ärger spiegelt sich in ihrem Gesicht und für einen Moment bereue ich meine Worte. Da wird es wirklich keine große Leuchte. Mache ich. Und du grüß mir. Ach, Entschuldigung, du hast ja niemanden außer Marvin, den du grüßen kannst. Sie grinst. Rutsch. Marvin, bewirf Julia mit Haferbrei. Ich habe die Anweisung nicht verstanden, behauptet mein Stuhl. Ich habe schon länger den Verdacht, dass er das immer dann sagt, wenn er zu etwas keine Lust hat. Ich springe jetzt ein Stück vor. Das Buch ist größtenteils abwechselnd aus der Perspektive von Manuel und seiner Schwester Julia geschrieben. Und in Kapitel 4 hören wir jetzt ein Stück aus ihrer Perspektive, wie sie die ganze Sache wahrnimmt. Als ich die Treppe hinaufsteige, kommt Manuel gerade aus dem Badezimmer gefahren. Ich muss dir was zeigen, sagt er. Ich stutze. Ein seltsames Leuchten glimmt in seinen Augen. Hast du was rausgekriegt? Er grinst schief. Ich glaube schon. Was zur Hölle kann es sein, das ihn zum Grinsen bringt und meine Mutter an den Rand eines Heulkrampfs? Setz deine Holo-Brille auf, weist er mich an. Marvin, share mein Display mit Julia. Starte das Holo. Meine 3D-Brille wird undurchsichtig, als ich die Aufforderung zur Übernahme von Marvins Stream bestätige und eine junge Frau erscheint vor einem futuristischen Gebäude und lächelt mich an. Der Wind weht durch ihre langen, blonden Haare. Vor ihr taucht ein animierter Schriftzug auf. Elena muss es wissen. Das Bild verschwindet und ich befinde mich in einem Arbeitszimmer. Alte, ledergebundene und vermutlich ziemlich wertvolle Bücher füllen die Regale an den Wänden.
Eine Actionfigur auf dem großen Schreibtisch bildet einen merkwürdigen Kontrast zu der ansonsten altmodisch wirkenden Einrichtung. Ein etwa 50-jähriger Mann sitzt in einem hohen Ledersessel gegenüber der jungen Frau aus dem Vorspann. Sie trägt eine eng anliegende Kleidung aus diesem neuen Material, das die Farbe verändern kann und in langsamen, waagerechten Wellen zwischen dunkelblau und türkisgrün changiert. »Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Elena muss es wissen«, sagt sie und sieht dabei direkt in die Kameradrohne. Heute spreche ich mit Henning Jaspers, der den meisten von euch als Gründer der Dark Star Studios bekannt sein dürfte, den Entwicklern des weltweit erfolgreichen Spiels Team Defense. Ich stutze. Der Gründer der Firma, die Manuels Lieblingsspiel entwickelt hat. Ich kann ja verstehen, dass das Interview Manuel interessiert, aber warum will er es mir unbedingt zeigen? Was hat das mit dem Streit unserer Eltern zu tun? Henning, du bist aber nicht nur Spieleentwickler, sondern auch Investor, richtig? Fährt Elena fort. Eigentlich bin ich nie Spieleentwickler gewesen, erwidert Jaspers. Seine Stimme ist angenehm und hat ein sympathisches Lächeln. Ich verstehe davon nicht viel. Die Spiele waren immer Martens Ding. Ich bin eher der Kaufmann. Ein sehr erfolgreicher Kaufmann, wie wir wissen. Seit dem Börsengang von Dark Star bist du Milliardär und investierst nun selbst in Startups. Über eins davon wollen wir heute reden. Die belgische Firma Nofinity. Kannst du uns kurz erklären, was das Unternehmen macht? Natürlich, gern. Nofinity hat sich vorgenommen, das größte Problem zu lösen, mit dem die Menschheit seit Anbeginn der Zeit zu kämpfen hat. Ich meine nicht Armut, Hunger, Krankheiten oder Krieg. Das sind sozusagen nur die Symptome. Das eigentliche Problem dahinter, das wir lösen wollen, ist der Tod. Erschrocken schnappe ich nach Luft. Ist das ein Scherz? Ihr wollt Menschen unsterblich machen? Fragt Elena. Naja, nicht im wörtlichen Sinn. Nichts währt ewig. Aber wir können das mögliche Lebensalter von Menschen drastisch erhöhen. Von höchstens etwas über 100 auf viele Tausend, vielleicht sogar Millionen Jahre. Das klingt wie Science Fiction. Das ist Science Fiction. Noch. Aber wir sind auf dem Weg dorthin bereits ein gutes Stück vorangekommen. Und wie genau soll das funktionieren? Indem wir den menschlichen Geist quasi aus dem Körper herausholen und ihn in ein besseres, langlebigeres und einfacher zu reparierendes Gefäß übertragen. In eine Maschine. Richtig. Das, was uns ausmacht, sind ja nicht Arme und Beine oder Augen und Ohren. Es gibt Personen, die haben all das nicht und sind trotzdem immer noch Menschen. Auch das Gehirn ist es streng genommen nicht, was unser Menschsein definiert. Das, was wir im tiefsten Inneren sind, unsere Essenz sozusagen, sind unsere Gedanken und Erinnerungen, Wünsche und Ziele, Hoffnungen und Sorgen, Liebe und das, wovor wir Angst haben. Das Gehirn ist nur die Hardware, und auf der diese Software, unsere Seele, wenn du so willst, läuft. Und so wie man bei einem Computer die Software auf ein anderes Gerät überspielen kann, so wollen wir das auch beim Menschen tun. Du glaubst also, dass der Mensch eine Seele hat? Nicht in dem Sinn, wie die Kirche es lehrt. Die Seele ist kein merkwürdiges Gespinst, das uns von irgendeinem Gott eingehaucht wurde und nach dem Tod aus dem Körper entweicht, um in den Himmel davon zu schweben. Die Seele, in dem Sinn, wie ich es meine, ist schlicht und einfach Information. Und Information kann man lesen, speichern und weiterverarbeiten. Wenn es uns gelingt, alle Informationen, die einen Menschen ausmachen, aus seinem Körper zu extrahieren und in eine Maschine zu übertragen, dann können wir sie unbegrenzt speichern. Und noch mehr als das. Wir können die Rechenleistung, die diesem Menschen zur Verfügung steht, vervielfachen, ihn also sehr viel intelligenter machen. Ich kann kaum glauben, was ich da höre. Kann es etwa sein, dass Manuel und Papa diesen Schwachsinn für bare Münze nehmen? Die Idee, eine Menschmaschine zu bauen, also einen künstlichen Menschen, der ein Bewusstsein hat, der eigene Entscheidungen treffen kann, ist schon ziemlich alt. Schon in der Antike gibt es solche Visionen und zumindest seit 100 Jahren werden die immer wieder in Science-Fiction-Romanen beschrieben. Andererseits gibt es auch Menschen, die sagen, das ist alles totaler Quatsch. Das kann man sich zwar alles ausdenken, aber in der Wirklichkeit wird es nie passieren. Maschinen können nie wirklich denken, so wie ein Mensch. Maschinen können keine Gefühle haben. Maschinen können keine eigenen Entscheidungen treffen, können nicht kreativ sein. Maschinen können insbesondere kein Bewusstsein entwickeln, weil ein Bewusstsein ist etwas, was man nicht künstlich bauen kann. Stimmt das? Die endgültige Antwort auf diese Frage kann man natürlich nicht wirklich geben, weil bis jetzt noch niemand so ganz genau verstanden hat, wie dieses merkwürdige Bewusstsein, dieses Gefühl, dass man selbst ist, wie das eigentlich entsteht, wo das herkommt. Aber wenn man jetzt nicht von irgendwelchen übernatürlichen Fähigkeiten oder irgendwelchen göttlichen Seelen
ausgeht, sondern sich mit dem beschäftigt, was die Wissenschaft uns dazu sagen kann, was wir über die Welt wissen, dann wird deutlich, dass dieses merkwürdige, komplexe Gebilde im Wesentlichen aus sehr einfachen Einzelteilen besteht und dass es im Laufe von sehr, sehr langen Zeiträumen entstanden ist. Wenn wir uns die Geschichte des Lebens auf dieser Erde anschauen, dann begann die vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren mit sehr primitiven Lebewesen. Und es passierte eigentlich ganz lange so gut wie gar nichts. Zwei Drittel der Zeit sah die Erde ziemlich öde aus. Erst vor 1,2 Milliarden Jahren ungefähr entwickelte sich aus diesen primitiven Anfängen komplexeres Leben. Es gab mehrzellige Lebensformen. Und erst vor 550 Millionen Jahren begann dann die sogenannte kambrische Explosion, als plötzlich ganz viele unterschiedliche Lebensformen auf der Erde auftraten, die alle Skelette hatten, die wir heute noch finden können. Nochmal 150 Millionen Jahre später krabbelten dann die ersten dieser Tiere ungefähr ans Land. Und es hat dann immer noch ziemlich lange gedauert, bis vor 4 Millionen Jahren ungefähr die ersten Hominiden auftraten, die ersten Lebewesen mit einem annähernd so komplexen Gehirn wie unserem, obwohl es bei weitem noch nicht so weit entwickelt war. Und erst seit 80.000 Jahren hat sich das Gehirn zu unserem heutigen Zustand entwickelt, ist also in der Lage, so komplexe Dinge wie Sprache, wie Kunst, wie Kultur zu entwickeln. Mit anderen Worten, es gab auf dieser Welt quasi eine Intelligenzexplosion und die ist noch nicht lange her. Wie ist das passiert? Wo kommt plötzlich diese Intelligenz her? Wenn man sich anschaut, wie unser Gehirn funktioniert, dann stellt man zwei Dinge fest. Das erste ist, das Gehirn enthält Teile, die schon sehr, sehr, sehr alt sind, die auch schon die ersten Tiere hatten, die an Land gekrochen sind. Das Nervensystem zum Beispiel, was unseren Kreislauf steuert, unseren Herzschlag. Und es enthält Teile, die sehr jung sind. Das sogenannte Großhirn, die äußeren Bereiche des Gehirns, die eben dazu da sind, komplexe Gedanken zu entwickeln, die auch wahrscheinlich unser Ich-Gefühl entwickeln, die gibt es noch nicht so lange. Die sind relativ jung. Aber all diese Teile bestehen aus ganz, ganz einfachen Elementen, nämlich aus Neuronen. Ein Neuron ist im Prinzip nicht viel komplizierter als ein Bakterium, also ein relativ simples Gebilde. Das heißt, aus diesen sehr einfachen Gebilden, die eigentlich sich nicht so wahnsinnig stark von unseren Vorfahren von vor 3,5 Milliarden Jahren unterscheiden, aus sehr vielen davon, die sich auf sehr komplizierte Weise miteinander verästeln, ist sowas Unerstaunliches entstanden, wie unser Gehirn, das in der Lage ist, eben zum Beispiel sich Romane auszudenken, Zukunftsfantasien zu entwickeln und sogar andere Gehirne zu bauen, die es vielleicht sogar in ihrer Intelligenz irgendwann mal überflügeln werden. Zumindest, wenn es uns gelingt, diese Komplexität nachzubauen. Das dürfte nicht so einfach sein, denn nicht umsonst sagen einige, das menschliche Gehirn ist das komplexeste Gebilde im bekannten Universum. Ich kann das zumindest für das Gehirn meiner Frau bestätigen. Kann man das wirklich nachbilden? Kann man das nachbauen? Man versucht es zumindest. Sogenannte künstliche neuronale Netze versuchen die Strukturen, die bei uns im Gehirn entstanden sind, über natürliche Prozesse, über Evolution, künstlich nachzubauen. Und ganz ähnlich wie die Neuronen in unserem Kopf, ist jedes dieser künstlichen Neuronen mit ganz vielen anderen Neuronen verknüpft. Und je nachdem, wie intensiv diese Verknüpfungen sind, werden halt Informationen in diesem neuronalen Netz gespeichert. Das Spannende daran ist, dass niemand so ganz genau weiß, wie das eigentlich im Inneren funktioniert. Wir wissen, wie so ein künstliches Neuron aufgebaut ist. Wir wissen, was da passiert, wenn die sich miteinander vernetzen. Aber wie genau die Informationen abspeichern und wie eigentlich diese Informationen hierarchisch entstehen, das ist bisher noch nicht genau verstanden. Trotzdem funktioniert es. Und diese Dinger können wirklich schon Erstaunliches, schon heute. Beispielsweise können sich solche künstlichen neuronalen Netze selber Fähigkeiten antrainieren. 2016 schlug eine künstliche Intelligenz namens AlphaGo den damals weltbesten Go-Spieler Lee Sedol in 4 von 5 Spielen. Das war für die KI-Fachwelt eine große Überraschung, damit hatte keiner gerechnet. Selbst die Entwickler dieses AlphaGo-Programms hatten vorher nicht gewusst, wie stark ihr Programm eigentlich ist. Und das wirklich Interessante ist, wenn man sich diese Spiele anschaut, ich bin kein Go-Experte, aber ich habe mir das sagen lassen, dann sind da einige Züge, wo die Experten die Köpfe schütteln und nicht verstehen, wieso das Programm das jetzt ausgerechnet in dieser Situation gemacht hat. Gewonnen hat es trotzdem.
Und es bedeutet nichts anderes, als dieses Programm in der Lage war, Dinge zu sehen, die kein Mensch vorher gesehen hat oder kein Mensch sehen konnte, weil es selbst kreativ geworden ist. Es hat sich diese Fähigkeit beigebracht, indem es ganz viele menschliche Partien analysiert hat und dann immer besser geworden ist, indem es immer wieder gegen sich selbst gespielt hat, millionenfach. Der Nachfolger von AlphaGo, AlphaGo Zero, ist sogar noch deutlich besser, hat AlphaGo in 100 von 100 Spielen geschlagen. Und im Unterschied zu AlphaGo hat AlphaGo Zero überhaupt nichts über Go gewusst, als es angefangen hat, es zu lernen. Es hat auch keine menschlichen Beispielpartien bekommen. Es kannte nur die Regeln. Und hat dann einfach durch schlichtes Rumprobieren und gegen sich selbst spielen herausgefunden, wie man gut Go spielt und war dann bald in der Lage, seinen Vorgänger und damit auch die stärksten menschlichen Spieler zu schlagen. Gebraucht hat es dafür ganze 3 Tage. Das heißt, innerhalb von 3 Tagen war dieses Programm in der Lage, besser zu werden als die Menschen, die in 2500 Jahren Geschichte dieses Spiels versucht haben zu lernen, wie man es möglichst gut spielen kann. Das sind natürlich sehr enge Beispiele. Das ist nicht das Gleiche wie Denken wie ein Mensch. Aber es zeigt doch, dass diese künstlichen neuronalen Netze zumindest in der Lage sind, auch kreativ zu werden, auch selber Dinge zu entwickeln, die Menschen ihnen nicht vorgegeben haben. Dieser alte Glaube, dass Maschinen nur das tun können, was wir ihnen vorher exakt vorgegeben haben, das stimmt schlicht und einfach nicht. Und was auch nicht stimmt, ist, dass diese Maschinen nicht kreativ sein können. Beispielsweise gibt es ein wunderschönes Programm von Google, das es ermöglicht, Fotos hochzuladen, die dann künstlerisch interpretiert werden, wenn man so will. Künstlerisch verfremdet werden. Ich habe das mal mit so einem Wolkenbild gemacht, weil wir kennen das ja, wenn wir in den Himmel schauen und eine Wolke vorbeikommt, dann sehen wir da irgendwelche Figuren drin, sehen wir irgendwelche Gestalten vielleicht und interpretieren da irgendetwas rein, was eigentlich gar nicht da ist. Und dieses Programm macht das ganz genauso. Sucht also sozusagen nach Formen, nach vertrauten Formen, die es kennt und interpretiert die dann in dieses Bild herein und heraus kommt dann so ein seltsames, fischartiges, schwebendes Gebilde. Man kann also sehen, dass auch eine Maschine durchaus in der Lage ist, kreativ zu werden. Ob man das jetzt Kunst nennt, da kann man wahrscheinlich stundenlang drüber philosophieren, aber zumindest ist das Vorurteil, Maschinen können nicht selber etwas erschaffen, Maschinen können nicht selber kreativ werden, schlicht und einfach schon widerlegt. Und das gilt auch für andere Vorurteile, wie zum Beispiel Maschinen können keine Gefühle haben. Was heißt denn das überhaupt, ein Gefühl zu haben? Bei uns im menschlichen Gehirn heißt das, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden und uns eben dieses Gefühl vermitteln, indem bestimmte Nerven angeregt werden. Das hat körperliche Auswirkungen, das hat auch Auswirkungen auf unser Denken. Da auch das kann man natürlich simulieren. Ob sich das dann genauso anfühlt, wie ein Mensch fühlt, das wird man nie ganz sicher wissen können. Genauso wenig, wie man jemals sicher wissen kann, wie sich eine Fledermaus fühlt. Aber zumindest gibt es kein theoretisches, fundiertes Argument, das sagt, Maschinen können grundsätzlich nicht fühlen. Wenn man diese Gefühle simulieren kann, dann ist das für die Maschine, für das künstliche Wesen letzten Endes dasselbe wie für uns, unsere Gefühle. Die spannende Frage ist natürlich dann, entsteht aus all diesen Simulierten irgendwann vielleicht sogar ein Bewusstsein? Da wir immer noch nicht genau verstanden haben, wie Bewusstsein funktioniert, wie es aufgebaut ist, können wir das noch nicht sicher sagen, vor allen Dingen nicht, wie einfach oder wie schnell das gehen kann. Es kann gut sein, dass uns dafür Technologien fehlen, die einfach noch entwickelt werden müssen und wir wissen nicht, wann die entwickelt werden. Aber ich behaupte, dass es keinen prinzipiellen Grund geben kann, warum Computer kein Bewusstsein entwickeln können. Denn Bewusstsein, da bin ich mit Henning Jaspers einig, ist letzten Endes nichts anderes als Information. Und Information kann man entweder in einem biologischen Computer wie dem Gehirn verarbeiten oder man kann sie in einem digitalen Computer verarbeiten oder vielleicht noch in ganz anderen Gebilden. Aliens, die vielleicht auch ein Bewusstsein haben, haben möglicherweise eine völlig andere Form von Gehirn, eine völlig andere Form von Informationsverarbeitungssystemen in sich drin, das trotzdem dieselben Ergebnisse produziert, nämlich ein Gefühl, dass es ein Wesen ist, dass es sich selbst betrachten und analysieren kann, dass es vielleicht Hoffnungen und Wünsche hat. Mit anderen Worten, können Computer denken? Ja, können sie. Können sie eigene Ideen entwickeln? Ja, können sie. Können sie Gefühle haben? Definitiv ja. Können sie auch ein Bewusstsein entwickeln? Höchstwahrscheinlich können sie auch das irgendwann. Wann genau es soweit ist,
Darüber gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Es gibt Befragungen dazu unter führenden KI-Wissenschaftlern. Da reicht die Spannweite von so gut wie nie bis hin zu in den nächsten 10 Jahren. Der Mittelwert ist irgendwo so bei 50 Jahren. Das heißt auf jeden Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit noch innerhalb dieses Jahrhunderts. Was bedeutet das dann für uns? Das ist natürlich die spannende Frage. Es ergeben sich daraus eine ganze Menge von ethischen und moralischen Fragen. Eine zum Beispiel ist die, wenn ich einen Computer schaffe, der Gefühle hat, der denken kann, der ein Bewusstsein hat, hat der dann nicht auch Rechte? Darf ich den einfach abschalten? Oder muss ich sagen, wenn der so komplex ist wie ein menschliches Wesen, hat er dann nicht letzten Endes auch die gleichen Schutzrechte wie ein menschliches Wesen? Da kann man natürlich sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber mit Sicherheit wird uns diese Frage in nicht allzu ferner Zukunft begegnen und wir werden sie lösen müssen, weil wir entscheiden müssen, wie gehen wir mit diesen Wesen um. Sollten wir es vielleicht sogar lassen, die zu entwickeln, weil wir mit diesen Fragen gar nicht klarkommen. Die nächste Frage ist, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass diese Maschinen uns nicht über den Kopf wachsen, buchstäblich, indem sie viel intelligenter werden als wir und plötzlich die Kontrolle, die Macht übernehmen sozusagen. Es gibt diese Science-Fiction-Filme, die ihr wahrscheinlich alle kennt, Terminator und dergleichen, wo dann die Computer plötzlich gegen die Menschen rebellieren und Roboter gegen Menschen kämpfen. Das ist ziemlicher Unfug. Dafür hätten die Maschinen sehr wenig Gründe, weil sie nicht mit uns um irgendwelche knappen Ressourcen konkurrieren. Aber es kann ohne weiteres passieren, dass die Maschinen sich unabhängig von uns weiterentwickeln und uns quasi gar nicht mehr ernst nehmen. So ähnlich wie wir nicht drüber nachdenken, was mit den Ameisen passiert, die wir da gerade unter unseren Füßen zertreten, während wir über einen Gehweg laufen. So ähnlich könnten uns hyperintelligente Maschinen vielleicht eines Tages einfach als unwichtig betrachten. Und das kann natürlich üble Folgen haben. Deswegen muss man sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie bekomme ich das eigentlich in den Griff? Wie bringe ich Maschinen dazu, dass sie das tun, was wir eigentlich uns von ihnen wünschen? Klammer auf, wenn wir denn wüssten, was wir uns überhaupt von ihnen wünschen. Ein sehr schwieriges und komplexes Thema, über das ich auch in meinem Blog immer wieder schreibe, ki-risiken.de. Und nicht zuletzt ist natürlich die Frage, die hier in dem Buch gestellt wird, sehr interessant. Kann ich denn tatsächlich einen menschlichen Geist in eine Maschine hochladen? Kann ich eine virtuelle Kopie von mir erstellen, die dann im Innern einer Maschine quasi unsterblich wird? Und wenn ich das kann, ist das überhaupt eine gute Idee? Ist Unsterblichkeit wirklich so toll, wie sie klingt? Oder ist das möglicherweise eine Spinnerei der sogenannten Transhumanisten, die dieses Ideal vor sich hertragen, die den Tod als ein technisches Problem ansehen, das nur gelöst werden muss? Will ich wirklich ewig leben? Oder ist nicht gerade die Begrenztheit des Lebens das, was es wirklich interessant und wertvoll macht? All diese Fragen kann ich natürlich nicht absolut beantworten, will ich auch gar nicht. Aber all diese Fragen werden wichtig. Wir werden sie immer häufiger diskutieren und stellen müssen. Denn wenn wir diese Fragen nicht beantwortet haben, bevor wir die ersten wirklich intelligenten Maschinen bauen, die sich dann möglicherweise auch noch selber weiterentwickeln können, dann haben wir unter Umständen ein großes Problem. Ich danke euch sehr, dass ihr mir zugehört habt und hoffe, dass ich vielleicht ein paar interessante Gedanken in euch in die Köpfe pflanzen könnte. Das war's auch schon wieder von Löwe liest. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht war ja auch die ein oder andere Sache dabei, die ihr so noch gar nicht wusstet. Mehr Infos zum Buch findet ihr in der Videobeschreibung. Und nächste Woche geht es abenteuerlich weiter für die etwas jüngere Zielgruppe und zwar mit Hey Miller von Katharina Schöde. Also schaltet ein nächste Woche um 18 Uhr. Wenn ihr keine Neuigkeiten mehr verpassen wollt, dann folgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.